Herr Professor Maschek, welche Anforderungen ergeben sich aus dem Einsatz von ultrahochfesten Stählen an die Verarbeitungsprozesse? Also wir probieren selbstverständlich die Prozesse so gestalten, dass die möglichst einfach sind. Ja. Das ist die Hauptrichtung. Das, was wir aber gewährleisten müssen, das ist eine Steuerung des Prozesses. Wir brauchen relativ gute Regelung für das Prozess, aber dann läuft das wunderbar und die Prozesse sind auch relativ stabil. Wie beeinflusst der Einsatz von ultrahochfesten Stählen die Konstruktion der Bauteile? Das ist auch eine wichtige Frage. Da müssen wir nämlich total umdenken, weil wenn Sie an die konventionellen Bauteile schauen, da sehen Sie auch, dass da zu viel Werkstoff ist, der wir eigentlich gar nicht brauchen. Und wenn wir den Werkstoff wirklich wesentlich mehr belasten können, da können wir den nur dort platzieren, wo die Kräfte oder wie die Spannungen sind. Und der Rest brauchen wir gar nicht. Wir müssen also diese Einsätze von den neuartigen Werkstoffen mit neuer Konstruktionsart, aber auch mit neuen Technologien zusammen machen, damit es funktioniert. Wie ergeben sich Möglichkeiten zur Kosteneinsparung durch den Einsatz von ultrahochfesten Stählen? Das ist auch eine sehr frequentierte Frage. Diese hochfeste Stähle, die können Sie auch mit hochlegierten Strategien machen. Aber unser Credo ist, wir wollen bleiben bei den günstig legierten Metallen und die Stähle sind legiert mit billigen Legierungen, Mangan, Silizium, etwas Chrom und dadurch ist das von der Werkstoffseite nicht so preisintensiv. Auf der anderen Seite haben wir weitere Ersparnisse. Das sind die Ersparnisse dann in den ganzen Menge des Werkstoffes, die wir für die Verarbeitung brauchen. Weil wenn fester, brauchen wir weniger Werkstoff. Aber die energetische Ersparungen auch bei der Herstellung, wir brauchen weniger Werkstoff, aber wir brauchen auch keine nachträgliche Wärmebehandlung, weil die Prozesse sind thermomechanisch und da ist die Temperaturbehandlung oder Wärmebehandlung integriert in den Prozess selber und wir machen das auch direkt aus der Schmiedehitze. Herr Professor Maschek, vielen Dank für das Gespräch.